Ihr merkt, ich bin etwas schockiert. Wir sind gerade in einer Location, die aktuell sehr viral geht. Wie ich gerade noch erfahren habe, stand hier vor dem Spiegel mal ein Schlagzeug. Das ist komplett weg. Und hier, so sagt man, scheint vielleicht eine illegale Wäscherei gewesen zu sein. Ich freue mich. Genau, jetzt ist das angetreten, bevor wir alle Schiss hatten. Da war noch einer. Alter, was ist das denn? Alter, was? Oh, Jesus. Was geht ab, Freunde? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr merkt, ich bin etwas schockiert. Wir sind gerade in einer Location, die aktuell sehr viral geht. Und ja, hier passiert viel mehr. Hier passieren viel mehr Dinge. Wir sind auf jeden Fall aktuell nicht alleine hier. Hier laufen noch ein paar mehr Leute rum. Und ja, es scheint so, dass sich hier auch noch irgendwo Kabeldiebe aufhalten. Anspannung ist da. Wir stehen hier gerade in so einem riesen Tanzsaal, Ballsaal, Restaurantsaal und werden das hier erstmal ganz schnell mitnehmen. Hier haben wir diesen riesen Restaurant- und Ballsaal, sag ich jetzt mal, vor Kopf. Diesen riesen Spiegel. Schaut euch auch mal diese Kronleuchter an. Boah. Hier noch einer. Ihr seht, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier ist eine komplette Fensterfront. Zur anderen Seite wurden hier schon Trennwände verpackt. Hier steht auch noch so eine original chinesische Vase. Also wir schätzen mal, die wird auch teilweise echt wertvoll sein. Neben so einem Bild. Dann halt hier hinter uns der Barbereich. Mit den Kunstblumen. Ist auch noch vollständig eingerichtet. Alex und Nicole waren vor einigen Wochen schon hier und ich glaube, die beiden sind noch schockierter wie wir. Ja. Wie ich gerade noch erfahren habe, stand hier vor dem Spiegel mal ein Schlagzeug. Das ist komplett weg. Vorne haben wir noch so ein paar CDs. Und hier diesen Gang brauchen wir eigentlich schon gar nicht mehr langlaufen. Man weiß halt nicht, ob sich da hinten jemand aufhält. Auch hier die Treppe sieht generell nicht mehr ganz so vertrauenserweckend aus. Ich bin auch echt angespannt gerade, muss ich wirklich sagen. Weil man nicht weiß, kommen die eventuell wieder. Wir werden das Ganze hier jetzt auch etwas schneller mitnehmen. Also wir haben halt auch die Vermutung, dass die hier noch in der Nähe sind. Oh, Alter. So eine Action wieder hier. Ja, wo gehen wir noch hin? Gehen wir überhaupt überall hin? Ich weiß es gar nicht. Wir gehen hier nochmal so einen kleinen Bereich abchecken. Dann kommen wir wohl in das Bad. Okay, hier hat man auf jeden Fall ein paar Kohlebriketts gelagert. Hier ist die Herrentoilette. Ja. Mal ein etwas anderes Video. Hier die Damentoilette. Hier steht auch schon wieder eine Leiter drin. Hui. Das schnicht sie weg hier. Hier rein. Ja, so eine Art Wintergarten. Hier standen mal so schön Tische. Hier konnte man vor dem Kamin sitzen. Ja, dann hier der Ausblick, wahrscheinlich in dem Garten. Wahrscheinlich hatte man hier auch noch so einen kleinen Außenbereich, da hier ja auch noch Hotelbetrieb mit dran war. Hier nochmal zur anderen Seite.
Hier liegt noch eine Tasche. Und hier, so sagt man, scheint vielleicht eine illegale Wäscherei gewesen zu sein. Und das, so sieht hier eine komplette, ist alles voller Wäsche, einfach. Da hinten sieht man noch so ein paar Lacoste-Sachen. Und da scheint sich wohl auf jeden Fall jemand aufgehalten zu haben. Ist noch so eine Bundeswehrjacke, die hier aber fast überall liegt. Da vorne liegt noch eine. Da liegt auch noch eine. Und dann hängt hier halt die komplette Wäsche rum. Auf beiden Seiten. Die auch schön abgedeckt, dass auch nichts dran kommt. Ich hoffe, ihr merkt es. Ich war richtig aufgeregt gerade. Solch eine Situation hatte ich bisher nicht, dass wir in eine Location reingekommen sind und wissen, die sind gerade abgehauen. Aber der Puls ist da, Leute, der Puls ist da. Gehen hier mit größter Vorsicht durch. Bleiben auch alle die ganze Zeit zusammen. Das ist hier eine Situation, die wünsche ich halt wirklich keinem. Wir wissen auch nicht, wie viele das sind. Hier riecht es nach Grill auf einmal. Ja. Ich weiß nicht. Ja, aber eins von diesen Zimmern. Hier scheint auf jeden Fall jemand ein kleines Häufchen aufs Bett gemacht zu haben. Hier liegt ein Koffer. Aber Leute, ich würde euch diese Location gerne anders präsentieren. Ah, das ist gerade echt zu heiß. Halt auch so, wie ich filme. Ich filme einfach alles mit, dauerhaft. Genau, jetzt ist das eingetreten, bevor wir alle Schiss hatten. Da war noch einer. Ich sag euch, Alter. Mein Puls. Mein Puls. Warte, warte. Dann hat er Angst, genauso wie wir. Wahrscheinlich hier. Vielleicht ist auch einer von den Obdachlosen hier. Ja, ich hab's schon gedacht. Was machen wir jetzt? Aber wir nehmen jetzt auf jeden Fall in den Restaurantbereich mit. Er kam sehr nett. Jetzt nicht auf Stress, auf Deutsch und alles. Okay. Er hat uns halt gefragt, wo du warst. Und wir haben gesagt, ja, ich bin schon mit dem Okay. Okay. Wir können uns einfach genau, was wir da machen und wie das. Ja, aber. Ja, das ist gerade die Wohnung, die wir haben mit meiner Leiter. Ja. Wir haben eben die Büros oben, die sind auch schon kulturisch mittlerweile, da wo dieser, wie sagt das, mein Schreibtisch ist. Ist auch komplett zerwüstet, die Computer alle aufgebaut, die ganzen CPUs rausgenommen und alles, Kabel durchgeschnitten. Die Wohnung oben? Welche meint ihr? Achso, ganz hinten rechts. Nee, noch weiter höher.
Ihr merkt es vielleicht, wir sind nicht alleine, zum Glück. Eine Wohnung war ganz oben, eins unter dem Bürokomplex quasi. Das war komplett zugeschüttet, da kann man kaum durchlaufen. Und der Kühlschrank ist halt noch voll. Und ja, genau, ja, der war auch schon voll. Ja, was machen wir? Mach das hier oben. Also ich nehme noch Restaurant mit und so. Und dann müssen wir gucken, wie Luca später. Ja, genau, aber dann spreche ich mal mit Luca dann, was können wir das machen? Okay. Ja, ich glaube immer noch nicht durch, da können wir noch flippen, was glaube ich. Ja, dann ja, runter. Genau. Leute, ich sag's euch. Ich zitter gerade am ganzen Körper. Alter Schwede. Wir sind jetzt erstmal wieder unten. Haben hier einen dieser ganzen Roller, die diese Location so bekannt gemacht haben. Kommen wir hier in diesen Gastraumbereich. Auch hier die ganzen Roller wurden komplett zerpflückt. Aber wirklich komplett. Hier ist nichts mehr an Elektronik drin. Hier ist dieses schöne Teil, was eigentlich dieser Location den Ruf gegeben hat. Richtiger chinesischer Roller. Hier der Essbereich. Wo halt Gäste sitzen konnten. Hier geht's dann halt weiter. Hier haben wir noch eine alte weitere Theke, wie wir schon oben gesehen haben. Die sehe ich jetzt allerdings aus dem Restaurantbereich, nicht aus dem Hotelbereich. Oben hängen noch schön die Gläser drin. Ist noch teilweise echt eingerichtet, das Ganze hier. Schön die ganzen Bierdeckel. Wahrscheinlich die eigenen Tassen hier. Und dann, wie man es kennt, halt auch hier die Aquarien aus so chinesischen Restaurants. Hier auch noch so ein großes. Ich muss hier halt echt aufpassen. Da vorne ist halt die Straße. Und hier ist halt ein weiterer Roller. Aber auch hier, wenn man da unten sieht, hat man angefangen zu schrauben. Beziehungsweise hat versucht, diesen auseinanderzubauen. Mit Adrenalin vollgepumpt. Hier so eine Karre stehen. Dann hier noch ein alter Lufterfrischer. Ach, guck mal hier. Sind noch diese ganzen Warmhalteplatten. Und halt da hier nochmal der Roller. Hier liegt auch noch eine Handtasche. Schauen wir hier doch mal rein. Alter. Unten steht noch alles voller Wasser. Und hier wurden diese Warmhalteplatten warm gemacht drin. Dann wurden sie halt weitergereicht. Okay, es geht jetzt noch in die Küche. Ja, und da sagte Alex gerade, es ist wohl richtig heftig. Schauen wir mal hier rein. Ist doch alles voller Geschirr. Hier war mal so ein Lastenaufzug. Ja. Die Betonung ist auch wahr. Und hier geht es dann in die Küche. Hier liegt halt noch die Flex. Alter Schwede. Ist doch diese komplette Herdplatte für die Wok-Pfanne.
Hier ist alles vorhanden. Alter, hier liegt auch noch überall Verlängerungskabel. Und schaut unter die Decke. Hier hat man überall Löcher gemacht. Mir wird die ganze Sache hier echt zu heiß. Ihr könnt es vielleicht sehen. Hier ist richtig Adrenalin drin. Ich spreche mich jetzt kurz mit den anderen. Dann bin ich wieder da. Okay, Alex und ich gehen jetzt doch nochmal eine Sache checken. Ob ich das tatsächlich will, ist eine andere Geschichte. Aber... Ach du Scheiße. Das Ding da? Yummy, yummy, ja. Scheiße. Okay, Leute. Ich glaube, Alex übernimmt jetzt mal hier die Kamera. So, Leute. Wir gehen jetzt mal schauen, was hier denn... Boah! Leute, es stinkt jetzt schon hier, ne? Das ist enorm. Alter, was ist das denn? Alter, was? Oh, Jesus. Oh. Es geht durch den Pulli durch. Alter. Boah. Alter Schwede. Ist in dem Kühlschrank was drin? Nee, danke. Das wünsche ich echt keinem, das zu erleben. Hier haben wir nochmal so einen kleinen Bereich. Konnte man sich hinsetzen. Müssen wir jetzt nochmal aufpassen. Wir haben aber auch noch einen Roller stehen. Der hält quasi das Tor geschlossen. Konnte man das Ganze noch auf und zu machen. Ja, jetzt kommt der spannendste Teil. Wir gehen einfach raus. Eine sehr belebte Straße hier. Ich hatte das Glück, dass hier mehrere Leute waren. So. Was soll ich euch noch großartig erzählen? Ein aufregender Place. Ihr merkt, ich bin immer noch außer Atem. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Abenteuer. Euer Baloo Adventure. Ciao.